Willkommen auf meinem Kanal. So, wir sind schon wieder am Ende des Monats angekommen. Das heißt für uns, wir werden uns alle 12 Sternzeichen anschauen. Was wird nächsten Monat auf dich zukommen? Wir werden uns den März anschauen. Von der Numerologie ist die Nummer 3 auch sozusagen die Kreativität, das heißt diese neue Sichtweise. Wir nehmen Veränderungen auf uns zu. Die Herrscherin, wir haben ja nämlich auch eine große Arkane und sie ist die Herrscherin, das heißt Wachstum, ne? Wir befinden uns wieder in einer weiblichen Energie, obwohl die 3 an sich keine weibliche Energie hat, ne? Die 3 ist ja sozusagen vollkommen. Sie entsteht durch 1 und 2. Das bedeutet, dass sie wirklich auch alles drin hat, ne? Sie ist auch diesen Dreieck, ne? Das bedeutet dann für uns auch Geist, Seele und Körper, ne? Das ist sozusagen eine schöne Zahl, die alles beinhaltet. Und wir kommen auch nach vorne. Wir sehen eine neue Sichtweise, die auf uns zukommt, ne? Das ist diese Sicht von der Numerologie, ne? Das erwartet uns im März. Ich habe ja schon öfters gesagt, ne, dass wir auch Entscheidungen getroffen haben und wir sehen dann auch Richtung März den Erfolg, ne? Wir sehen sozusagen das, was wir an Samen gelegt haben, ne? Das werden wir dann sozusagen auch wieder ernten, was wir angelegt haben, ne? Das, was du sozusagen in deiner Situation geändert hast, für das, was du dich entschieden hast, ne? Du hast eine Zahl, die dann auch wirklich eher dann auf dich zukommt, ne? Die 3 bringt dir dann auch gewisse Dinge, bringt dir auch diese neue Sichtweise in deinem Leben. So, meine Lieben, das war alles zu der Numerologie. Wie gesagt, ihr werdet immer dasselbe Intro sehen. Ich bitte dich, schau dir auch dein Aszendent an, dein Mondsternzeichen und du kannst dir auch dein Venussternzeichen anhören, ne? Das ist dir überlassen, wie du das haben möchtest. Und dann kannst du ja auch sehen, was mit dir in Resonanz gegangen ist. Ich bitte dich, das ist eine kollektive Legung. Hier ist keine persönliche Legung. Wenn du eine persönliche Legung möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich werde dir dann zurückschreiben. Wie gesagt, bringe ganz viel Zeit mit. Das sage ich immer wieder. Das ist nämlich wieder so eine Sache, also da braucht man wirklich Zeit, ne? Ich möchte mir auch diese Zeit nehmen und das ist ja auch richtig so. Okay, ich werde einmal die ganzen Orakelkarten, Tarotkarten benutzen. Ich werde sie dir verlinken, dann kannst du sie dir auch anschauen. Ich gehe jetzt nicht hier einzeln nach, sonst brauchen wir wirklich eine Ewigkeit. So, ich bitte dich, konzentriere dich auf dich selbst. Visualisiere dich selbst. Denke an gar nichts, versuche wirklich, dich nicht mit deinem Verstand zu identifizieren. Befreie dich von all deinen Gedanken. Atme ein und atme aus. Wow, das war richtig laut und kräftig. Das heißt, wir können loslegen. Wir können wirklich loslegen. Hallo liebe Zwillinge, schön, dass du hierher gefunden hast. Ich würde sagen, dass wir gleich loslegen, um zu schauen, was bringt dir der März, ne? Das muss nicht unbedingt mit dir in Resonanz gehen, ne? Das ist ja so, schau dir auch deine anderen Energien an und dann kannst du ja schauen, was mit dir in Resonanz gegangen ist. Ich werde jetzt eine Karte im Kollektiven picken. Wir haben hier Metox, okay. Wir haben hier wieder die gleiche Karte wie vorhin bei dem Stier. Das heißt Heilung von Körper, Geist und Seele. Also ich denke mir, dass wir ganz viel wirklich mit uns verbringen sollten. Also diese 3 ist ganz stark geprägt. Also ich würde sagen, im März sollten wir wirklich um uns kümmern, um unser Körper, um unser Geist. Also allgemein um uns. Es heißt entweder, warst du überlastet, du hattest sehr viel Stress, liebe Zwillinge, du sollst jetzt runterkommen, du brauchst jetzt hier eine Auszeit, du kannst dir auch behilflich sein, indem du eine Detox-Kur machst.
Das könnte aber auch gut sein, dass du eine Reinigung brauchst von deinen Chakren. Ne? Das ist ja auch selbstverständlich. Für mich ist Reinigen alles. Ne? Das ist ja dann auch klar. Okay, wir machen weiter mit den Feen-Tarotkarten und wir schauen mal ganz kurz. Ich mische sie mal grob. Ne? Das sind so dicke Karten. Werden wir jetzt eine picken im Kollektiven für dich? Eine picken, ne? Das ist ja gar nicht. Oh, wow. Sehr, sehr schön. Du hast hier eine große Arkane schon bei der Öffnung. Ne? Das ist sehr schön. Die Hohenpriesterin. Du vertraust deiner Intuition. Denke sorgfältig nach, bevor du handelst. Durch Meditation gewonnene Einsichten. Okay, das widerspiegelt genau das, was ich gesagt habe am Anfang des Videos. Ich habe gesagt, wir sind nicht nur Körper, wir sind nicht nur der Geist. Das ist ja quasi ganz stark geprägt von uns, dass wir uns identifizieren mit dem Körper. Wir verwenden sehr viel die männliche Seite, aber wir verwenden weniger diese weibliche Seite. Und wir kommen ja auch zu dieser weiblichen Seite. Das heißt, die Herrscherin, ne? Die Herrscherin ist ja auch weiblich und du hast hier nach deiner Intuition. Also deine innere Stimme wird dich nie täuschen. Höre immer auch auf deine innere Stimme. Sei es, dass du hier eine Entscheidung hast, egal wo du dich gerade jetzt befindest, liebe Zwillinge. Ich weiß ganz genau, wir sind hier im Luftelement. Das bedeutet alles im Verstand. Aber du sollst jetzt mal für einen Augenblick den Verstand sozusagen nicht hören auf deinem Verstand. Das ist ja klar. Du sollst eher auf deine innere Stimme hören. Sie wird dir sozusagen diese neue Einsicht geben, ne? Das ist ja so, in unserem Verstand sind ja manchmal Dinge drin, die uns auch verrückt machen, ne? Wir lassen uns verrückt machen. Wir manipulieren uns selbst. Von dem her ist es auch wichtig, dass du zentriert bist, dass du den Gleichgewicht hast. Du sollst ja den Verstand auch nutzen. Den Verstand sollte aber nicht dich ausnutzen. Das ist hier ein Unterschied, ne, liebe Zwillinge. Okay, wir machen weiter. Also sehr schön. Du hast als Eröffnung schon mal eine große Arkane. Kompliment, liebe Zwillinge, weil ich muss das immer wieder erwähnen. Das ist so eine Sache. Nicht jeder hat die Gelegenheit, wenn man Karten legt, dass große Arkanen rauskommen. Okay, jetzt machen wir weiter mit den Oshodzen, bevor ich hier die falschen Karte hole. Jawohl, wir machen weiter mit den Osho-Zellen für dich im März. Wie wird deine Energie sein im März? Was wird auf dich zukommen? In welcher Energie wirst du dich befinden? Isolation, und ich glaube, das sind aber zwei. Das sind zwei. Okay. Du sollst dich hier langsam herantasten. Du sollst hier langsam rauskommen von dir. Liebe Zwillinge, es kann gut sein, dass du jetzt wirklich ja eine Zeit hinter dir hast, die wirklich nicht einfach war. Also ich wundere mich hier gar nicht, ne? Wenn ich sage, dass du hier einfach auch mal Zeit für dich brauchst, für deine Seele, für deinen Körper. Also in einem solltest du hier dir eine Auszeit gönnen. Vielleicht hast du zu sehr gearbeitet, vielleicht hast du dich isoliert, du bist zu sehr in deine Gedanken. Das habe ich auch vorhin gesagt. Du kommst nicht weit weg, wenn du nach deinem Verstand gehst. Bei uns ist es immer dieses Sprichwort, und ich glaube und ich vermute auch ganz stark, dass es an sich auch eine Wahrheit hat. Also bei uns heißt der Verstand sozusagen, ne, das Kopf alles, das heißt Mente. Und Mente kommt ja auch von Mendire, heißt Lügen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du nur angelogen wirst von dir selbst, aber du solltest dir vorsichtig sein, ne? Deine Gedanken können dir auch ein Spiel spielen, ne, liebe Zwillinge. Da solltest du wirklich vorsichtig sein und eher jetzt dich herantasten. Also du bist jetzt hier bei zweiter Kelche, ne? Du gehst hier auf den anderen zu. Du kommst hier auch auf den anderen sozusagen hinein. Du kannst dich in den anderen hineinversetzen. Also ich vermute hier ganz stark, dass du auch eine Unterstützung brauchst, ne? Du brauchst vielleicht einen Freund. Du brauchst vielleicht jemanden auch in der Familie, der dir auch mal wirklich Unterstützung geben kann in dieser Situation. Und dann hast du hier am Ende des Osho-Zen-Karten
auch die Gemächlichkeit. Das heißt, du hast hier Ritter der Münzen. Also es geht hier in die Stabilität. Aber man braucht Zeit, ne? Liebe Zwillinge, es kann gut sein, dass du wirklich hinter dir eine harte Zeit hast, ne? Du hast viel erlebt, du bist erschöpft. Das kann auch gut sein, dass du Entscheidungen getroffen hast in Februar, ne? Und das sind hier die Konsequenzen, ne, von diesem Februar. Wir wissen ja ganz genau, in Februar, wir sind ja noch in Februar, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben vielleicht noch hier Dinge offen und je nach deiner Situation ist es dann so, dass du dann im März sozusagen auch das erntest, ne, was du ja für Entscheidungen getroffen hast. Aber sehr wichtig, geh nach deine innere Stimme. Du hast die Hohenpriesterin, ne? Das heißt, höre auf deine innere Stimme. Wir haben sie alle, ob du jetzt Luftelement bist oder nicht. Das hat damit nichts zu sagen, ne? Das kann auch gut sein, liebe Zwillinge, du hast ein Aszendent irgendwo anders, ne? Das kann auch gut sein, du bist irgendwo im Wasserbereich, ne? Dann ist es ja auch gerade da, wo wir auf unsere innere Stimme hören soll, ne? Und unser sechster Sinn auch mal zunutze machen. Also das ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und für dich ist auch diese Kommunikation sehr wichtig. Kein Wunder, dass du hier auch diese Freundlichkeit hast. Du brauchst auch jemand um zum Austauschen, ne? Also isolier dich ja nicht, liebe Zwilling, ne? Das ist jetzt hier nicht so gut für dich. Versuche das nicht zu tun. Falls du irgendwie dieses Bedenken hast, dich irgendwie zu isolieren, klar, wenn man ein paar Tage braucht, wie gesagt, du brauchst hier mal eine Auszeit für dich, nehmen sie dir auch, das ist richtig, aber versuche nicht zu sehr in deinem Kopf zu sein, ne? Das ist nicht gut. Okay, wir machen weiter, liebe Zwillinge, mit den Kieferstaffeln. Okay, einmal. Okay, noch ein letztes Mal und dann picke ich zwei Karten. Ne? Da kamen nämlich keine Karten raus. Einmal, oh, schön. Schön, das freut mich. Das freut mich, aber gleichzeitig auch nicht, weil jetzt dachte ich mir, dass, also ich würde mal so sagen, liebe Zwillinge, das ist jetzt nicht schlecht gemeint. Du hast hier ein Geschenk bekommen. Du hast hier eine falsche Person. Das kann gut sein, dass hier diese falsche Person auch das ist, was ich vorhin gesagt habe. Dieser Verstand, der dir irgendwie Spielchen spielt. In dir, du setzt dir hier Grenzen ein, obwohl da gar keine Grenzen sind. Also im März wird es eine Situation geben, in der du wirklich vorsichtig angehen sollst. Du sollst vielleicht auch gegenüber anderen Menschen sehr vorsichtig sein. Also das würde ich dir hier auf jeden Fall empfehlen. Also eine totale Isolation ist falsch, aber zu viel von dir preiszugeben ist auch nicht gut. Achte immer darauf, mit wem du zu tun hast. Achte immer darauf, mit wem du auch abhängst, ne? Wem du etwas anvertraust. Das könnte auch gut sein, dass hier jemand dir vielleicht vorne rum ein Spiel spielt und hinten ein anderes Spiel, ne? Das könnte ja auch gut sein. Also diese Situation kannst du in deiner Lebenssituation umsetzen, ob das jetzt Liebe ist, ob das jetzt eine berufliche Situation ist, ne? In der Familie, Geschwister, Cousinen, Cousin, also alles, ne? Das ist dir überlassen, wie du das jetzt umsetzen möchtest. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt dir vorstellen kannst, dass du das bist, dass du dir irgendwo Grenzen einsetzt, dann ist es ja auch okay. Aber wenn du dir vorstellen kannst, dass du vorsichtig sein solltest bezüglich einer Situation mit jemand anderes, es könnte auch ein Partner sein, eine Partnerin, es kommt immer drauf an, ne? Die Keeperskarten sind hier sozusagen ganz eindeutig, ne? Weil diese Karte repräsentiert immer zwei Varianten. Entweder du blockierst dich hier oder es gibt in deiner Nähe jemand, der unehrlich ist, ne? Also da sollte man wirklich vorsichtig sein. Es kann auch gut sein, dass hier auch eine Freundschaft beschrieben wird. Also da sollte man wirklich vorsichtig sein. Also es gibt ja viele Personen, die wirklich auch einen gemeinen Spiel spielen. Ich sage das immer wieder klar. Du hast es ja auch projiziert nach draußen. Das ist ja immer das, ne? Du hast sie angezogen, diese Person. Aber es gibt auch mal krankhafte Personen und da kann man wirklich denen auch nicht mehr helfen, wenn sie ja solche Spielchen spielen, ne?
Also das gibt schon so und solche Menschen. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Okay, machen wir mal weiter, weil jetzt wollen wir uns ja auch noch die Situation anschauen in deiner beruflichen Situation. Also wie gesagt, das kann jetzt berufliche Situation sein. Das kann auch gut sein, dass es eher mit der Liebe zusammenpasst. Also du kannst es so variieren, wie es dir am liebsten ist. Also ich benutze sie jetzt, um nicht durcheinander zu kommen, weil es ist ja auch klar, wir sind ganz viele Menschen da draußen und das wäre ja dann nichts, ne, wenn ich jetzt alles mische. Okay, einmal, ja. Okay, nochmal eine hat sich gedreht. Und da hast du wieder zwei der Münze, nee, Entschuldigung, und da hast du auch die Liebende. Ja, also zwei der Kelche. Du hast zwei der Kelche, mein lieber Zwillinge. Also für euch entweder war jemand unehrlich zu euch, oder du musst hier einfach deine Integration finden. Also du musst hier mal hinauskommen von dieser materiellen Ebene. Du sollst jetzt mal hier, weißt du, wieso ich das dir sage? Das ist so, als ob du hier auch deine Integration hier stattfindet. Also dein Yin und Yang. Also sie finden sich wieder zueinander. Du hast nämlich hier wieder eine große Arkane, ne? Du hast hier große Arkane. Also warte mal, wir machen das so, weil die ist zuerst gefallen. Also du hast hier nämlich eine große Arkane hier und die andere große Arkane hier. Also diese Karte bedeutet ja, wir sind hier in einer beruflichen Situation. Du solltest das tun, was du liebst. Das, was dir am Herzen liegt. Du sollst dich nicht erzwingen. Das habe ich aber schon mal erwähnt bei dir auch, Zwillinge. Du könntest hier auch eine Sabotierung haben von jemand anderem, ne? Dass jemand dir sagt, wo es lang geht. Jemand, der dir sagt, ach nee, du musst ja das machen, ne? Du musst das. Es gibt ja ganz viele junge Leute da draußen, die gezwungen werden ja auch noch von uns Eltern. Ich sag auch, ich bin ja ein Elternteil, aber trotz dessen sollten wir diesen Freiraum lassen, ne? Den Kindern. Die sind ja schon in einem gewissen Alter angekommen, in dem man diesen gewissen Freiraum lassen sollte. Und da hast du jetzt entweder hier diese Integration, dass du hier eine Integration hast zwischen Yin und Yang, ne? Das könnte hier gut sein. Das könnte aber hier auch gut sein, dass du hier einen Verlust gehabt hast, ne? Dass du hier deinen Job verloren hast. Aber deinen Job hast du verloren, weil du hier eine Mansion hattest, eine wichtige Mansion. Und zwar, du solltest auch das tun, was du möchtest, was du liebst. Also für viele könnte es auch gut sein, dass du gerade in einem finanziellen Loch steckst. Du bist in einer Krise, könnte ja auch gut sein, ne? Also du sollst jetzt hier wirklich schauen, dass du diese Integration auch sanierst, ne? Dass du hier eine Heilung bringst, weil das ist ja auch wichtig. Wenn wir diese männliche und weibliche Energie nicht miteinander integrieren, dann haben wir auch Schwierigkeiten nach außen. Das ist ja dann auch klar. Dann möchte ja uns das Universum unbedingt das uns mitteilen und erteilt es uns mit dem, was wir ja sozusagen sehen. Also das Einzigste, was du sehen kannst, das ist dieses materielle Aspekt. Und wenn das fehlt, dann fehlt ja auch die Gelegenheit, ne? Dann fehlt ja alles. Und wenn dir das fehlt, dann schaust du dich auch um. Es gibt Menschen, die wirklich dann am Ende sind. Sie kommen an seine Situation am Ende. Sie haben keine Kraft mehr. Und dann finden sie auch diese Spiritualität. Das war bei mir auch dieses Grundbasis. Also bei mir war es jetzt nicht nur, also ich würde sagen, nicht nur dieses Materielle, es war eher in diese gesundheitliche Richtung, ne? Bei jedem ist es anders. Das war jetzt nicht wegen mir, es war wegen meinem Partner so, ne? Und da habe ich dann wirklich nach einer Lösung gefunden. Und diese Lösung habe ich hier gefunden, in dieser spirituellen Ebene. Und wie gesagt, es könnte gut sein, dass hier auch jemanden, weil wir haben hier auch die Liebenden, es könnte auch gut sein, dass hier jemand entweder gegangen ist, von dir fortgegangen ist. Du könntest hier auch alleinerziehend sein. Also das wird mir hier auch kanalisiert, ne? Dann hat man ja auch Schwierigkeiten. Also ich vermute hier ganz stark, dass du wirklich nach deiner inneren Stimme gehen sollst. Und da wir jetzt von einer beruflichen Situation sprechen, ist es wichtig, dass du hier kollaborierst, dass du hier mit jemandem kollaborierst, mit anderen, ne? Dass du hier einen Zusammenhang findest, einem
zusammenfügen mit anderen, dass du dir auch diese Hilfe holst, wenn du eine Hilfe brauchst, diese Unterstützung, die dir gegeben wird, ne? Das ist ja dann auch klar. Also hier reden wir von einer beruflichen Situation. Und wenn wir von einer beruflichen Situation reden, dann sollten wir auch das tun, was wir lieben, nach unserer Leidenschaft gehen. Eine Mansion, die uns befriedigt und nicht die anderen befriedigt, ne? Das könnte hier aber auch eine Liebessituation sein, dass du hier verlassen worden bist, ne? Das könnte hier auch gut sein. Was ich aber auch noch sagen kann, ist, das wird mir hier ganz stark kanalisiert, wenn ich jetzt mir die ganzen Karten anschaue, falls du in einer Beziehung bist, weil wir sehen das hier, dann haltet so gut wie möglich zusammen. Also wirklich unterstützt euch gegenseitig. Also auch wenn ihr gerade in einer Krise seid, ihr steckt irgendwo in einer Krise, haltet zusammen. Versucht nicht einander irgendwie noch mehr Streitigkeiten zu über wie kann man das richtige Wort sagen, nicht mehr Streitigkeiten zu erzeugen, als es schon da sind, ne? Diese ganze Probleme. Also versucht einander eine Lösung zu finden. Das wird mir hier gerade auch kanalisiert, weil, wie gesagt, wir sind ganz viele Menschen da draußen und das kann gut sein, ne? Dass wir hier etwas erleben miteinander, ne? Weil diese Karte für mich ist ja auch beide. Wir haben hier zwei der Kelche. Und die Liebenden, ihr könntet auch zusammen einer der andere führt, ne? Ihr führt euch gegenseitig. Der eine führt der andere, ne? Zusammen sind wir stärker, weil das sehe ich ja auch hier. Du brauchst diesen Partner, ne? Oder du brauchst diese Person, die dich auch unterstützt. Wie gesagt, das könnte hier eine Situation sein, in einer beruflichen Situation, was ich ja vorhin erwähnt habe, aber das könnte auch zu der Liebe passen, ne? Aber wir schauen jetzt mal uns die Liebessituation an für dich, ne? Okay, ich rutsche rüber, sonst sehen wir hier gar nichts mehr mit den Karten. Okay, super. Deine Liebessituation für Zwillinge. Deine Liebessituation für die Zwillinge, ne? Also ich vermute hier, dass man bestimmt eine Lösung finden wird, ne? Und du hast hier schon mal deine Lösung. Du hast die Sonne. Liebe Zwillinge, weißt du, was ich mir auch vorstellen kann, dass du hier wirklich keine gute Zeit hinter dir hattest? Sei es in der Liebe, sei es, dass du hier verletzt geworden bist. Vielleicht hast du dir, also hier haben wir auch mehrere Perspektiven. Du hast ja so eine Art Mauer gebaut. Du hast dir hier eine Defensive gebaut, weil du einfach auch Angst hast, wieder verletzt zu werden. Das wundert mich ja nicht, wenn ich gesagt habe, schau, dass du von dieser Isolation rauskommst, ne? Aber ich vermute hier ganz stark, dass du rauskommen wirst. Du hast die Sonne. Du hast die Sonne, du wirst diese Zeit überwinden. Das kann gut sein, dass du hier einfach diesen Vertrauen haben sollst. Auch wenn dich hier jemand verlassen hat oder wenn du hier jemand verlassen hast oder wenn diese Beziehung einfach kaputt gegangen ist zwischen euch zwei. Trotz dessen, ne, trotz dessen darfst du dir hier keine Mauer vor dir stellen, ne? Dass hier keiner rangehen kann. Das ist ja klar, man muss immer vorsichtig sein. Es kann auch gut sein, dass wirklich diese falsche Person hier eine Rolle auch spielt, ne? Dass sie dich einfach im Stich gelassen hat. Also was mir hier auch gerade kanalisiert wird, ist ja, du hast vielleicht etwas mit einem Geschäftspartner gehabt. Ein Geschäftspartner hat dich im Stich gelassen, ne? Das gibt's ja auch, ne? Gerade wenn es knapp wird an der Kasse, dann okay, du kriegst die ganze Verantwortung, du übernimmst das hier jetzt alles, ne? Das kann ja auch gut sein. Der hat ja die ganze Schuld in die Schuhe geschoben. Das könnte ja auch die Sache sein, aber da wir jetzt hier von der Liebe sprechen, das ist so, als ob du dich hier ständig beschützen musst, ne? Du musst hier ständig etwas beschützen. Das kann auch gut sein, dass du hier deine Beziehung beschützen musst vor jemandem, ne? Vielleicht ist jemand nicht einverstanden zwischen dir und dieser anderen Person. Das könnte ja auch gut sein. Aber ich sehe hier Zwillinge, das geht hier vorwärts. Es kommt hier wirklich eine gute Zeit. Aber du brauchst auch mal deine Ruhe. Du brauchst mal auch Ruhe für deinen Körper, für deine Seele und für deinen Geist. Alle drei Dinge, ne? Ich sage immer, alle drei Dinge sind gut und die brauchen wir, ne? Ich sage das immer wieder, weil das ist ja alles in uns. Du bist nicht nur der Körper, du bist nicht nur die Seele. Das ist ja klar, du brauchst
genauso den Geist, weil der Geist ist ja der, wo zu sagen aktiv ist, ne? Die weibliche Seite ist passiv und wir brauchen aber beides. Und das ist ja das, was du hier haben solltest, diese Integration. Vielleicht hast du hier auch das verloren, damit du eine andere Seite entdeckst, ne, liebe Zwillinge. Überleg mal gut, wie es gerade in dir geht. Vielleicht ist es ja alles unbewusst, ne? Das gibt's ja auch. Es gibt Menschen, die merken es gar nicht, wenn irgendwie etwas nicht stimmt, dann sagen sie, aha, aber das ist doch wirklich so, stimmt. Ich habe in mir diesen Drang, dass ich irgendwie eher auf die männliche Seite tendiere und gar nicht die weibliche Seite höre in mir, ne? Meine Intuition, wie viele Frauen heutzutage gibt es, ne? Dass sie rational sind. Also Frau heißt ja nicht nur Frau zu sein. Es gibt sogar Männer, die haben mehr diese Weiblichkeit aktiviert wie eine Frau. Das muss man sich mal auch geben, ne, liebe Zwillinge. Das ist jetzt hier kein Angriff gegen dich, um Gottes Willen. Ne? Also ich greife hier niemand an, aber man tendiert immer Vorwürfe zu haben. Ein Mann kann genauso diese weibliche Seite aktiviert haben, mehr als wir Frauen. Weil wir Frauen tendieren immer wieder rational zu sein. 2 + 2 = 4. Das ist es, das ist das Ergebnis. Das ist aber nicht immer so. Alles, was du siehst, ist nicht immer alles das, was da ist. Es gibt auch andere Dinge, die man nicht sieht. Es ist so wie jetzt, wir legen jetzt hier Karten, ne? Und ich sage dir, ich höre auf meine innere Stimme und sie sagt mir gerade etwas. Ich kanalisiere dir etwas und ich glaube an meine innere Stimme. Auch wenn es für jemand da draußen nicht glaubwürdig sein kann. Aber ich glaube an mich. Weißt du, was ich damit meinen möchte, liebe Zwillinge? Das ist, dass du dir auch selbst diese Unterstützung gibst. Ne? Glaube an dir selbst, falls du hier eine Situation hast, in dem du sagen kannst, ich tue etwas, was ich nicht liebe. Ich tue etwas, was ich erzwingen oder erzwungen werde von irgendeiner Situation, extern, ne? Von jemand anderes. Oder ich bin gerade in einem Beruf, ne? Es kann auch gut sein, du arbeitest jeden Tag an denselben Beruf, ne? Du arbeitest jeden Tag, Tag und Nacht. Du machst dir wirklich, du gibst dir so viel Mühe, aber trotz dessen geht es dir finanziell immer scheiße. Und weißt du wieso, lieber Zwilling? Weil du nicht das tust, was deine Seele möchte. Weil du das nicht tust, was dein Herz möchte. Das ist das, das tun wir alle. Wir tun alle immer das. Also ich beziehe mich auch mit drin. Ne? Ich sage ja nicht, dass ich jetzt hoch und heilig bin. Das ist so, wir erzwingen uns manchmal. Ne? Ich habe auch einen Beruf, da sage ich auch mal, ich bin wirklich froh, dass ich das Gott sei Dank noch recht wirklich noch, wie kann man das sagen, noch erfreut aufstehe. Aber es gab mal Zeiten bei mir, an denen ich das gehasst habe, aufzustehen und mir jeden Tag dieselben Kollegen oder dieselbe Situation angeschaut habe. Und dann habe ich mir in mir gesagt, irgendwas stimmt nicht. Wenn mein Unterbewusstsein mich sozusagen leitet und ich aber als bewusste Person etwas anderes will, dann stimmt etwas nicht. Und das meine ich auch bei dir, liebe Zwillinge. Das muss jetzt nicht unbedingt so sein. Das kann ja auch gut sein, dass hier einfach eine Lektion dabei ist für dich. Wie gesagt, es geht ja bergauf. Du siehst hier die Sonne. Lass dich leiten von deiner Intuition, von deiner weiblichen Seite. Es ist Zeit geworden, dass wir alle diese weibliche Seite aktivieren in uns. Wir sind immer noch zu sehr beschäftigt mit dieser männlichen Energie. Und vor allem mit unserem Verstand. Wir sind nicht der Körper. Wir sind nicht diesen schönen Tempel, der uns sozusagen, wie kann ich das Wort sagen, wir dürfen da drin wohnen. Sagen wir so, wir dürfen da drin wohnen. Er lässt uns hier drin wohnen, aber wir sind nicht dieser Körper. Das ist das, was ich immer wieder erwähne. Und das solltest du auch nachvollziehen, liebe Zwillinge, weil du siehst es ja hier. Es ist unnötig, wenn du irgendwie die ganze Zeit dich beschützen tust oder eine Mauer aufstellst, die dir nichts bringt. Du sollst diese Mauer einfach überqueren. Geh rauf, zerstöre diese Mauer. Du bist diejenige, die die Macht hat, liebe Zwilling.
du schaffst das, ne? Ich glaube an dir. Das ist klar, wir sollten alle an uns glauben. Und wenn du zuerst an dir glaubst, dann kommst du auch vorwärts. Weil du hast hier schöne Karten, ne? Wie gesagt, und falls du in einer Beziehung bist und du gehst gerade durch eine schwere Zeit mit deinem Partner, dann schau, dass du wirklich auch daran glaubst, dass ihr einander für euch da seid, dass ihr einander euch unterstützt und nicht irgendwie noch mehr Streitigkeiten bringt, ne, in dieser Beziehung. Das könnte ja auch gut sein, weil du siehst ja hier, die Sonne ist da, ne? Also es geht hier vorwärts und du bist hier sozusagen auch mit einer großen Arkane. Das heißt, diese Evolution hast du gebraucht für deine Seele. Ich habe das immer wieder auch schon erwähnt. Also wir haben nicht immer alle große Arkanen. Das ist ja das, ne? Okay, jetzt machen wir weiter mit der Numerologie. Ich könnte ja stundenlang reden. Das wisst ihr ja. Ich, wie gesagt, das ist ja das, was ich sage. Ich mache das leidenschaftlich, ne? Es gibt aber Menschen da draußen, die irgendetwas tun. Das habe ich früher auch gemacht. Und ich habe das nicht aus Herzen gemacht. Und dann irgendwann mal habe ich auch die Schnauze voll gehabt. Das war ja dann mir auch klar, ne? Deswegen sage ich das immer. Macht das, was euer Herz möchte. Das, was ihr liebt. Okay, für dich. 6 und 1. Du hast eine Quersumme von 7. Du musst hier auch durch diese Phase gehen. Das ist diese Spiritualität. Die brauchen wir alle. Das ist diese Erwachung. Du hast hier ganz stark vorne hast du die 6, aber zuerst musst du die 1 überqueren. Wir dürfen nicht vergessen, dass die kleineren Zahlen zuerst kommen. Erst müssen wir die kleineren Zahlen überwinden. Das heißt, du musst hier erst die 1 überwinden. Die 1 heißt diese, du musst hier bewusst werden, was du bist, was für eine Stärke du in dir hast, was für ein toller Wesen du bist. Und das kannst du dann umsetzen Richtung einer Stabilität. Du hast hier auch die 6, ne? Das sind die Liebenden. Und du bist hier auch in diesem, ne? In diesem Bereich Zwillinge. Das sind 2 Personen. Wir haben alle 2 Personen in uns. Also 2 Personen meine ich damit jetzt Yin und Yang. 2 Dinge. Wir haben hier 2 Dinge, ne? Diese Integration. Das ist metaphorisch auch gemeint bei den Zwillingen, ne? Der eine, der andere, also das meine ich damit. Also setze es um, liebe Zwillinge. Tu, was dein Herz möchte. Habe keine Angst in der Liebe. Du wirst das überwinden. Das sind nur Zeiten, die wir einfach auch brauchen für unsere Evolution, für deine Seele. Du brauchst diese Evolution für dich. Deine Seele braucht das, ne? Um damit sie lernen kann. Sie kommt ja hier nicht umsonst. Okay, liebe Zwillinge, du kannst mir gerne schreiben, wenn irgendetwas mit dir in Resonanz gegangen ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich wünsche dir, dass du wirklich hier alles sozusagen zurechtbringen kannst. Das ist ja schön, du hast die Sonne und das wünsche ich dir auch weiterhin, ne? Macht's gut, pass auf dich auf. Tschüss!